Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3. Und heute sind wir wieder unterwegs im Creators Club. Ja, der Cloven Cake hat ein interessantes Szenario rausgebracht. Das ist schon was länger her. Wohl, und wenn ihr das seht, ist das noch länger her. Aber das würde ich gerne euch mal vorstellen oder beziehungsweise selber mal fahren. Ich habe da jetzt auch noch nichts selber zu sagen, aber es sah interessant aus. Der bunte Paradiesvogel. Ja. Saphirblau, Laubgrün, Verkehrsgelb, Himmelblau und Weiß. Die Farben der Elemente Wasser, Land und Luft. Sie vermitteln optisch den Eindruck einer herrlichen, am Zugfenster vorbeifliegenden Sommerlandschaft. Fahren Sie diesen Urlaubsexpress von Aachen bis Köln, bespannt mit der 103-220. Das Szenario spielt im Jahr 1998. Wichtiger Hinweis. Vor Düren auf 80 km/h runterbremsen. Das muss ich mir mal aufschreiben. Vor Düren 80 km/h. 80 km/h. Ausrufezeichen. Habe ich mir aufgeschrieben. Wunderbar. Benötigte Lackierung: die Baureihe 103 plus den AVMMZ und BPMMZ in der Touristiklackierung vom Cloven Cake. Dann benötigen wir noch den ICE1 Deutsche Bundesbahn sowie AVMMZ Orientrot Pastellviolett von Dosenulf. Ja, zum IC1 kann ich sagen, werde ich nichts reinmachen können, weil ich habe da eine andere Mod drin. Dieses Intercity Enhancements Pack. Deswegen ist das leider nicht am Start. Fällt leider flach. Aber Orientrot Pastellviolett. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Wagen erwischt habe. Aber wir gucken mal rein. Also es müsste dabei jetzt nur zum Abgleich einmal um die hier sich handeln. Vom Dosenulf. AVMMZ, so wie wir sie kennen, die erste Klasse Wagen halt früher, ne? Jetzt habe ich Ozean Blau, nicht Pastellviolett. Muss man mal schauen. Ob es die richtigen sind oder nicht. Und dann halt noch die Wagen hier. Und die Lok. Link dazu findet ihr natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wir können noch mal gucken beim Dosenulf. Oder wir machen das anders. Wir haben mal Liveries drauf an. Die spawnen auch nicht random. Oder wenn doch, wäre gut. Ich glaube aber nicht. Pastellviolett. Machen wir nur Pastell. Mal gucken, was passiert. So findet ihr sowieso nichts. Das kennen wir ja schon. Dann machen wir Violett. Ich schreibe jetzt sowieso irgendwie. Machen wir mal Bundesbahn. Und ihr werdet sehen. Wahrscheinlich findet ihr jetzt gerade gar nichts. Naja, will gerade gar nicht. Machen wir nochmal. Bundesbahn. So. Ja, das ist immer so eine Sache hier, ne? Wir haben die Orientroten, Ozeanblauen. Kobaltblau, Kobaltblau. Purpurrot. N-Wagen in Grün. Das wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Bundesbahn Blau. Das sind auch wieder N-Wagen. Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind es auch die hier, aber. Da steht ja noch weniger drauf. Das wird wahrscheinlich der sein, den er meinte. Aber wie gesagt, brauchen wir nicht installieren. Wird nicht funktionieren. Stürzt nur das Spiel ab. Kenne ich schon. Gibt natürlich schon schöne Lackierungen hier inzwischen. Aber was passt, das haben wir nicht am Start. Werden wohl die Ozeanblauen sein. Ich bin mir da aber nicht sicher. So, wie auch immer, habe ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Also, wir gehen in den Creators Club. Szenarioentwickler, dann ist es die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen, wenn ich das richtig habe. Na, wo haben wir sie denn? Ja, wo ist sie denn? Hier. Bunter Paradiesvogel. Und wir sollen direkt durchfahren. Dort kriegen wir hin. Hoffe ich. Und mal schauen. Also, wenn wir durchfahren, dürfte das wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich bin mal gespannt.
Also die Tour findet im Jahre 98 statt. Ich bin mal gespannt, was da für Fahrzeuge rumfahren. Was uns der Cloven Cake da schon bereitet und beschert hat heute. Also da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Gerade mit dem bunten Paradiesvogel, da er jetzt die Wagen dazu gemacht hat, weil die Lok war ja schon, hatte ich ja schon mal präsentiert. Bin ich mal gespannt. So, Aachen Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Zur Rechten sehen wir den ICE. Hier haben wir unseren wunderschönen Zug. Da haben wir einen N-Wagenzug. Oh, herrlich. Also das macht jetzt schon Laune. So, also wir müssen erstmal nach vorne. Was mir auffällt, Luftkompressor, wenn jetzt die Leuchtmelder gehen, ne? Ne, das tut es immer noch nicht. So, das brauchen wir auf jeden Fall, das brauchen wir. Wir müssen hier noch den Bremsschlüssel aktivieren. Zack. Zack, dann müssen wir hier oben. Führerstandsbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung aus. So, zack, zack, zack. Heizung. Könnte natürlich auch sein. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die Personenwagen einschalte. Also da drin das Licht anmache. Manchmal ist es automatisch, manchmal gar nicht. Da bin ich absolut überfordert. Ja, also das ist unser Hobel. Ihr seht ja selber. Ah, Beleuchtung ist leider ein bisschen buggy wieder auf der Strecke. Ja, glaube ich zumindest. Aber es scheint so zu sein. Da waren sie gerade, da die Scheinwerfer. Ja, das wird hoffentlich mal irgendwann mal gefixt. Ja, ist halt so wie es ist. Aber ihr seht es selber. Es scheint so ein bisschen, aber es ist halt irgendwie nur dekohaft. Schade. So, aber haben die alten Strecken so an sich. Wir machen mal die Türen zu. Abfahrtzeit schon gar nicht vorhanden, ne? So, Luke ist zu. Das ist unser schöner Zug hier. DB Touristik. Können wir drüber gucken. Ich weiß nicht. Also, die Lackierung ist schon mal bombastisch geworden, so als solches hier oben, ne? Das ist wirklich cool. Ist auch richtig aufwendig. Kann man sehen. Ich will gar nicht wissen, wie lange er daran rumgefummelt hat. Auch wenn man da die Texturen auf dem Dach sieht, sowohl vorne als auch hinten. Geht hier über die ganze Lok. Das sind dann zwei verschiedene Wagen. Ist schon nicht schlecht. So, warte mal. Können wir hier mal eben vorbeifliegen irgendwie? Da haben wir hinten DB Touristik als Aufschrift. Das hat er schon gut gemacht. Gerade für seine Möglichkeiten nicht schlecht. Hier kommt wieder ein N-Wagenzug. Ich meine, wir sind jetzt 2 Minuten hinter Plan. Das spielt aber, glaube ich, kaum eine Rolle. So. Und damit würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach Köln. Können den Hobel auch mal ausfahren diesmal. Denke ich. Müsste ja LZB geführt sein, der ganze Plunder. Und wir sind sie ja auch noch nie so wirklich schnell gefahren, ne? So. Lüfter ist am Start. Radau ohne Ende hier. Aber immerhin eine Strecke, wo diese Anzeigen funktionieren, das auch. Nur leider eben halt jetzt die Außenbeleuchtung nicht. Aber der hier ist ganz leider von einer alten Strecke übernommen worden. Also vor dem TSW3 Update. Weiß man aber auch, wie lange die hier an so einem Ding rumfummeln. Ich meine, für die Gegebenheiten auf PlayStation ist die Lackierung wirklich gut geworden. Wenn man jetzt mit den Lackierungen von beispielsweise, wie gesagt, Spami oder so vergleicht. Gut. Das sind halt die ganzen Details, die unten fehlen, ne? So. Ich sag nicht mehr, Norden, Süden hat er angegeben hier anscheinend. Glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Da steht auf jeden Fall irgendwas. Da wird wahrscheinlich eine 1 gewesen sein.
Ausführung ist so eine Sache für sich. Ja. Deswegen. Und was das Szenario bisher betrifft, macht das schon mal echt einen spannenden Eindruck. Also vom Fuhrpark, was wir so gerade gesehen haben, echt schön. So. Also, wenn jetzt hier wirklich noch komplett viel Zugverkehr ist auf der Strecke bis Köln, dann wird es richtig klasse. Aber ich freue mich schon drauf. So, wie schnell dürfe ich hier nochmal fahren? 100, knapp 100, na, dann lassen wir uns hier mal rollen. Flott jetzt unterwegs wahrscheinlich. Ja, was geht? Es ist im Rahmen. Aber es sieht schon klasse aus, dieser Zug, ne? Muss man ja mal ehrlich sagen. Oder wie findet ihr den Hobel? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Es ist schon wirklich eine Schönheit. So, ist hier immer noch 100. Na, jetzt dürfen wir 120. Ja, brauche ich zwar nicht bestätigen, machen wir trotzdem. 140. So, haben wir mal einen Trafo rein? Oder nicht? Oder auch machen wir. Damit wir hier mal ein bisschen auf Fahrt kommen. Ja. Dann können wir gleich mal gucken, wie schnell der Hobel überhaupt fährt. Nach LZB. Haben wir noch nie gemacht hier mit dem Ding, ne? Und wir müssen halt dran denken. Nach halt auch entsprechend langsamer zu werden. So. Irgendwie eine wahre Pracht. Und was das Szenario betrifft, also zumindest jetzt gerade der Start in Aachen war schon echt gut. Muss man ehrlich sagen. Ja, aber hier die Beleuchtung funktioniert leider nicht. Also das hoffe ich mal, dass das irgendwo mal gefixt wird. Auch, dass man vielleicht in den Wagen selber die Beleuchtung ein- und ausschalten kann. Das wäre auch nicht schlecht. Würde ich auf jeden Fall persönlich feiern. Ja. So. Naja, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Job hier. Lokführer. Aktuell noch gemütlich 140. Sommertag ist da. Ha. Schön strahlenklarer Himmel. Was wollen wir mehr, ne? Das Stolper jetzt auch überlebt. Willst du nicht? Ah, doch. So, ich muss auch wieder ausmachen.
110. Ja. Wenn man so häufiger fährt, geht das auch. Dann ist die gar nicht mal so überschaubar. Ist das schon überschaubar? Ich weiß noch nicht, warum ich mir sagte, dass wir von Düren schon auf 80 runtergehen sollen. Das weiß ich nicht. Aber wir werden es wohl sehen. Werden schneller. Ist hier Gefälle drin? Ah, hier ist Gefälle drin. Oh. Wusste ich gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen. So, dann kommt hier uns ein Intercity entgegen. In dem Fall mit noch anderen Wagen, als ich gedacht habe. Aber auch nicht schlecht. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass wir hier 101 sehen werden. Aber nicht schlecht. Zum Intercity 1 kann ich auch sagen, da hatte der, ich meine, Spami war das mal vor 2 Jahren oder so, ein richtig, als er gerade mit dem Creators Club losging, richtig, richtig schönes richtig schöne Farbgebung rausgehauen. Also die waren wirklich top, die Wagen. Waren auch bisher meiner Meinung nach immer noch die schönsten Intercity-Wagen, die ich gefunden habe im Netz. Kann ich nur empfehlen. Ich meine, die waren von Spami. Auch in dem, was sie gesehen haben. Auch gab es auch noch als Interregio-Wagen. Ja. Waren auf jeden Fall nicht die vom Dosenulf. Also glaube ich. Ich dürfte ja eigentlich wieder schneller fahren, ne? Gut. Dann steigen wir mal wieder hoch. War ich wieder zu schnell? Ich will hier nicht rum. Ich will eigentlich ein bisschen. Ja, genau, den nochmal aus. Will er nicht? So, jetzt aber. So, dann machen wir jetzt hier mal eben. Zack, zack. Eigentlich erst bei 140 steht da drauf, aber passt schon. Nur eben, um auf das Tempo zu kommen, dann verbrauchen und haben wollen. Schneller dürfen wir eh nicht fahren. Im Augenblick. Also wirklich schön vom Zugverkehr hier. Wenn jetzt noch ein paar Güterzüge kommen, dann bin ich echt voll und ganz zufrieden. Ist hier echt noch 160? Hier ist 160. Frage mich nur gerade, wo wir sind. Ich werde jetzt mal in die Karte eben reingucken. Nur zur Orientierung. Weil ich soll ja vorher abbremsen. So, wir sind Langer Wehr. Danach müssen wir auch dran denken, dass wir auf 80 runtergehen. Aber erstmal dürfen wir noch 160 fahren. Ist natürlich ein Tempo, das sich schon krass in dem alten Obelink wie anfühlt, ne?
muss man drüber nachdenken, dass die Versuchslokomotiven hatten die über 300 vor. Dieser Bauart. Das ist schon eine Hausnummer. So. Dann kommt unsere erste LZB-Fahrt mit einer 103. Ich bin mal gespannt, wie das alles so funktioniert. Und ja. Aber bis jetzt scheint es ja hervorragend zu klappen, ja? Nochmal eben die Außenansicht. Okay, vielleicht sollte man doch nochmal ein bisschen. Ich finde hier an diesem Bahnübergangshäuschen oder was das auch mal ist. Quatsch. Da war ich ein bisschen zu langsam. Und die Beleuchtung ist an dem Zug. Habt ihr gesehen? Sehr schön. Und wieder in die Lok rein. Und ja. Mit der Godmode kann man natürlich schön nah ranzoomen. Lassen wir uns mal ausrollen. Da hinten muss dann auch schon die Kurve kommen, wo die Türen reinkommen. Aber es wird ja eh angekündigt. Darf diese Kurve eigentlich theoretisch echt noch mit 160 nehmen? Wundert mich gerade so ein bisschen. Ich bremse den jetzt trotzdem mal auf 80 ab. Warum wir das auch mal machen sollen, wir machen es aber einfach mal. Wäre es gut gemeint, ja, hat er. Aber steht hier auch ausgeschildert. Gut. 80 sollte ich, 40 fahren war. Ist ein guter Kompromiss, ne? Also. Mal einmal über die Rohr drüber. Den müssen wir nochmal ausmachen, nicht, dass uns die Lok abwirkt. Und sagt, nee, du bringst mich um, du machst mich zu heiß und ich will da nicht mehr. So. KS-Signale. Und 100 erwarten. Das hören wir das immer noch gerne. Warum der uns jetzt am Bahnsteig entlang schickt, ich habe keine Ahnung. Lustig ist aber auch, das variiert immer wieder. Manchmal kann es sein, dass man geradeaus durchgeschickt wird, manchmal rechts rum. Also wenn man ein dasselbe Szenario mehrfach fährt, variiert das wirklich hier an der Stelle. Manchmal meint er, da müssen Banal Express, dann, wenn er aber diesen Bahnhof nicht markiert hast, kann das sein, dass er ihn dann trotzdem geradeaus durchschickt.
Aber gut. So, was ich jetzt schon gefeiert hätte von der Uhrzeit, wenn hier eine S-Bahn stehen würde. Dazu hätte sich dann auch gut ideal, also als Verbesserungsvorschlag, ne? Ist jetzt nur so feines Rumjammern auf hohem Niveau, eine S-Bahn-Züge hier. Und dann mit der, also auch die Baureihe 110 mit den N-Wagen, in dem Fall die von Bremen, Oldenburg. Und da gibt es dann auch vom Dosen-Ulf ein Lackierungsset in Kieselgrau. Die sind hier in der Region überall rumgefahren, damals als S-Bahn. Wäre jetzt wirklich ein cooles Gimmick gewesen, wenn die hier rumeiern würde, als S-Bahn. Das waren damals Versuchszüge in dieser Farbgebung, aber. Beziehungsweise ist das. Ich weiß jetzt nicht bis wann. War irgendwie frühe 90er oder Ende 80er? Ich kann mich jetzt auch vielleicht um 10 Jahre wirklich vertun. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber so allgemein ein schönes Szenario. Auch hier jetzt wieder eine alte Zugkombination 110. Wahrscheinlich Kohle oder so. So. Computer sagt erstmal 160. Warum 160? Ich hab doch. Das schon gerne auskosten, nehmen wir die 200. Warum sagt der Kollege, ich darf nur 160 fahren? Die Strecke ist frei. Ich würde doch sagen, 200 dürfen wir. Laut dem Ding darf ich auch 200 fahren. Wir gucken mal, wenn er jetzt anfängt rumzunölen. Bis jetzt nölt hier nichts rum. Dann zimmern wir mal unsere 200 mit dem Hobel. Ich will halt wissen, was das Ding kann. Ja, die 200 haben wir gleich drauf. Weil überholen ist schon schwierig gerade. Aber es geht noch. So, lassen wir mal vorbeifliegen. Und weg ist er. So. Sehr, sehr schön. Aber schalte mal eben aus. Schafft die mehr als 200? Also er bremst uns nicht ab. Doch, jetzt bremst er. Ich fahre jetzt bewusst mal eben ein bisschen mit Tacho. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo der freie Abschnitt ist, wo man schneller 200 fahren darf. Ist das hier? Ich glaube schon. Ich würde den ja schon gerne mal ausfahren. Wisst ihr? Ah, leck. Ich will den Hobel ausfahren und wir fahren ihn jetzt aus.
musst du mir jetzt hier nur jetzt Bremse rein? Ist doch alles gelöst, ne? Habe ich den Strom nicht mehr getötet? Der bremst mich volle Kanne ab. Der haut mir jeden Zwangs rein. Nur weil ich die EZB ausgemacht habe, oder warum? Dann will man eben stehen. Ist natürlich bitter. So. Oder ich zu lange den Trafo-Schalter drin? Ich weiß es nicht. Ne, der war aktiviert. So. Das ist am Start. Schleuderschutz. Ach, den haben wir auch noch, stimmt. Sand. Schon wieder 110. Ja. Sehr, sehr schönes Szenario. Ehrlich, gefällt mir gut. Was mir nicht gut gefällt, ist, dass ich die Karre gerade abgewürgt habe. Und ich weiß nicht genau wie und warum und wieso. So. Habe ich jetzt echt die Lok getötet? Oh, Wusa. Das ist doch mies. Hätte jetzt kein richtiges Szenario. Dann hätte ich gesagt, wir fahren jetzt mit der Ersatzlok hier hin und holen die Karre ab. So, ich würde das Szenario trotzdem gern zu Ende fahren. Also Zugverkehr ist auf jeden Fall klasse. Das mit der Lok, da bin ich jetzt selber schuld gewesen, wahrscheinlich irgendwie. Machen wir mal Trick 17. So, komm. Wir setzen hier auf aus. Ah, den können wir ruhig auf auslassen. Bremsschlüssel aus. Machen jetzt Trick 17. Hier, den weg. Wir haben God Mode. Packen wir uns jetzt einfach eine andere Lok dran. Das ist mir jetzt blöd. Kommt manchmal vor. Manchmal brauchen wir was anderes, was schnell geht. Aber gut, wir sind 200 mit dem Ding gefahren. Kommt jetzt eine 101. Da ist sie. Müssen wir natürlich schnell sein. Kann jetzt gerade gegen die Bremse anfahren? Ernsthaft? Komm, fahr! Jetzt habe ich ein Haltesignal. Oh, leck mich doch an den Föt. Aber die Idee war gut. Die Idee war gut. So. Wie machen wir denn jetzt, Leute? Fahren wir das ganze Ding nochmal neu? Oder machen wir. Nicht neu.
Das ist doch jetzt doof. Nur weil ich die Karre abgewürgt habe. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schöner Zug. Das muss man ganz klar sagen. Ich muss aber auch in die Falle jetzt. Ne? Also, weil das war jetzt eigentlich nur so, komm, wir machen mal eben die 10 Minütchen bis nach Kölle und gut ist. Ja, dementsprechend fahre ich euch. Hat es euch gefallen? Schönes Ende heute. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Auf jeden Fall, so von dem, was wir gesehen haben, schönes Szenario, hat mir gut gefallen. Bis hierhin. Mit der Lok ist ein bisschen blöd gelaufen gerade. Aber das passiert schon mal. Das ist meistens, wenn man diesen Trafoschalter zu lang drückt. Der darf nur eine Minute betätigt werden. Wenn man da ein bisschen drüber kommt, dann raucht die Lok ab. Kommt manchmal vor. Ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Mal mir jetzt schon passiert bei 10 Touren. Mit der Karre gefühlt. Deswegen. Kommt vor. Kann aber auch sein, weil ich einfach gerade mal wirklich so heimlich die Zugsicherung deaktiviert habe. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Gerne ein Abo dalassen. Gerne das Video teilen. Gerne kommentieren. So, und im Abspann findet ihr jetzt unten links die Baureihe 103. In der Mitte Trains im World 3. Und oben links, wenn ich dran denke, den Touristikexpress, wie er in seiner vollen Pracht damals unterwegs war. So, und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Bis dahin, euer Bauer sein. Tschüss.